Jetzt. Oh mein Gott. Ich präsentiere euch heute den Emo-Style. Chef. Geht das? Ja, ich schaue hier aus wie Mongo. Hoppa. Okay, fangen wir an. Ich mache ein Outfit, Brillenschirm und gute Klamotten. Dazu irgendwie einen zweiten Glück oder so. Vollmann. Yeah. So, jetzt mach mal die Haare, ne? Nee. So, Bierka? Gut. So, die ist mal so schön. Ne? Glatt runter machen. Wer keine glatten Haare hat, muss sie irgendwie so. Das heißt, Kevin. Kevin. Ich heiße die Glätten mal nicht. Die werden sie schön glatt. So, dann die Haarwaffe, der Topierkamm. Keiner kann es, aber alle versuchen es. Also das mal schön hier rauf machen. Gut zum Papa verarschen immer. Schön die Haare. Probier. Ich habe jetzt keine Lust für lange Haare, weil ich mich aus Langeweile abgeschnitten habe, aber egal. So kennt man nicht. So, glaube ich, mein Scheiß drauf. Ja, immer so 4 bis 5 Haarstärke, ne? Aber nicht den von der Oma hernehmen, der ist zu leicht. Yeah. Immer schön eine halbe Dose, ne? So, ja, stehen wir da. Nee, also sowas vielleicht so ein Haarreif oder so, ne? Ist immer schön zu betrachten. Immer, oh, das ist so schön. Nee. Schaut irgendwie scheiße aus. Oh, jetzt passt die Scheiße hier. Ja, vielleicht mir so Hello Kitty-Dinger, aber du kannst auch so reinhängen lassen. So, jetzt fangen wir hier an hier. Erstmal. Schwarzer Lidschatten. Immer so schön reintucken hier. Irgendwas kommen. Muss aber nicht immer schwarz sein, kann auch nur so bunt sein. Ich fühle mich wohl. Ja, wenn es so fertig ist. Empfehle ich Dream Make Up Make-up, das ist immer gut und so. Und ja. Erleichtert die Sinne. Erleichtert die Sinne. Jetzt hier muss ich jeder sein, aber ich mache immer Glitzer. So, dann die stärkste Waffe der Frau und auch von Emo Boy, der Kajal. Clever kann zwischen 5 und 10 Euro liegen. Beim Schnecke gibt es auch, bei der Norm auch ist aber ein Blub. Immer schön die Spitzzeit und schön aufplanen. Wie meine Lehrerin aussagt, ist eine Kriegsbemalung. Ich find's nicht so. Naja, soll sie doch machen. Da ein bisschen länger, weil die schön sein müssen. Du musst aufpassen, dass du nicht ins Auge piekst. So, fertig. Was jetzt noch kommt, ist der flüssige Eyeliner. Braucht auch nicht jeder, schaut aber geil aus. Augenbrauen-Ding noch hier. So.
nicht vergessen, ihr müsst halt immer total gut mit der Wimpern pushen. Muss auch alles schön schwarz sein, ne? Okay. Und dass man nicht auffällt. Anonym. Anonym bleiben. Okay. Was wir uns auch noch drin haben. Hello Kitty. Hello Kitty Lutscher für zwischendurch. Schmeckt süß. Ich mache mir immer so ein Herzchen hier. Da fühle ich mich wohl. Da bin ich nicht alleine. Da muss ich mich auch nicht ritzen und so. Was auch noch schön ist. Sind voll die abgefuckten Dinger hier. Ich weiß noch nicht, was das ist. Hab ich mir verloren. Auch das Loch. Tut mir leid, ich fühle mich irgendwie voll unwohl. Es sieht aus wie von meiner Oma die Strümpfe. Keine Ahnung. Oh, jetzt gehe ich mal ins Internet ein und so. Jeder geht der Scheiß nicht, Mann. Was soll das? Ich bin in spin.de, denn das sind alle meine Freunde. Ich fühle mich total wohl. Ich habe mich schon wieder einer angeschrieben. Oh, das ist süß. Oh, schau mal. Guten Morgen, alle Chappeln. Und er hat mir geschrieben, ich bin Charles gechappelt. Ach, ich muss sagen, hi. Ach, danke schön. So, was wir jetzt machen, ist ein Hopper verarschen. Alter, da laufen halt an mir rum. Weil ich bin voll in den Hopper-Kauf hier. Und so. Boah, jetzt gehen wir mal. Können wir dann schwerstens ins Zimmer gehen? Ja. Scheiße, da war ich voll ein Drucketell-Fan bin und so. Ach so. Ja. Das Video gefällt mir nur eine Minute. Oh, jetzt machen wir noch einen. Oh mein Gott, mein Glück. Jetzt machen wir noch einen Bauchtanz. Shake that, it's you, shake that, shake that. Nee, das war ein Scherz. Ich bin nicht so wie meine Mutter. Ja, was ich auch noch cool finde, ist, mein Handy und so. Und so, das Ding hat, das tut immer leuchten, schau mal her. Tüt, tüt, voll süß. Und ja, mal so Emos sind die. Genau wie. Und dann mal so Emos sind, ja. Das ist für dich, Baby. Hardcore, yeah. Und jetzt kannst du abschalten.